Es ist erst das zweite Mal und geht doch auf eine schon über 500 Jahre alte Tradition zurück. Die Dross und Schaffer Scheffler Tanz International Open im Golfclub Valley. Im Vorjahr war es das erste internationale Turnier nach den Corona-Restriktionen. Wir wollen halt mit den Schlägern tanzen und die Scheffler sind 1517 auf die Straße gegangen und haben die Pandemie mit Tanzen und Singen beendet. Das wollen wir mit den Schlägern erreichen. Auch wenn diesmal nur wenige Spieler aus dem Ausland kommen konnten, war der Scheffler-Tanz hochkarätig besetzt. So nutzten sowohl die Jungs wie die Mädchen vom Junior Golf Team Germany die Chance, hier aufzuziehen. Herausragend bedeutsam, solche Turniere zu haben, dass wir die auch in Deutschland haben. Weil international noch nicht immer gereist werden kann. Uns hat es in diesem Jahr besonders hart getroffen. Wir konnten als Titelverteidiger nicht zur Europameisterschaft nach Portugal fliegen. Auf der großartigen Anlage in Valley durften sich die Kaderspieler unter herausfordernden Bedingungen beweisen. Nach reichlich Regen und Wind wurde am Finaltag stark gescored. Und das galt vor allem für Helen Briem. Die erst 16-jährige deutsche Lochspielmeisterin hat in diesem Sommer eine beeindruckende Siegesserie hingelegt, auch international. Helen und ich, wir waren vor zwei Wochen beim European Young Masters. Auch dort hat sie gewonnen, ist also U16-Europameisterin und hat sich dann mit ihrer Finalrunde 65 mit Eagle an der 18 noch für den Junior Solheim Cup qualifiziert. In Valley stand Helen Briem nach zwei Runden bei 7 unter Par. Damit hatte die Stuttgarterin nicht weniger als 5 Schläge Vorsprung vor Charlotte Back aus St. Leon Roth. Und die Überfliegerin mit den unglaublichen Längen ließ sich auch nicht mehr einholen. Nach einer abschließenden 68er Runde hatte sie mit einem Gesamtergebnis von 11 unter Par und 7 Schlägen Vorsprung auch die Scheffler Tanz International Open gewonnen. Schon cool, weil es war ja quasi wie eine, mehr oder weniger wie eine deutsche U18-Meisterschaft insgesamt, und das natürlich zu gewinnen, ist natürlich cool. Es wäre noch mehr gegangen, wenn mehr Putts gefallen wären, aber sonst war es echt mega cool. Bei den Männern im letzten Flight 3 Nationalspieler unter sich. In geteilter Führung Tom Haberer und Philipp Kattig. 2 Schläge dahinter der deutsche Lochspielmeister Tim Wiedemeyer. Wie Haberer, Teammitglied bei der siegreichen jungen Europameisterschaft. Insgesamt würde ich sagen, sind wir mittlerweile in einer schwierigen Saison wirklich gut angekommen. Hat sich bei der EM gezeigt ganz stark, aber jetzt auch durchaus im weiteren Verlauf in den Einzelturnieren, wo die Jungs vorne mitspielen und siegfähig auch im Herrenbereich sind. Das ist toll. Die 3 aus dem letzten Flight lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf höchstem Niveau. Mit den Eisen immer ein bisschen näher am Stock Tim Wiedemeyer. Nach 10 gespielten Löchern lag der erst 16-jährige Münchner erstmals gleich auf mit seinen Nationalmannschaftskollegen. Und auf der 17 hatte er diesen Birdie-Putt, um in Führung zu gehen. Auch Wiedemeyer hatte das European Young Masters gewonnen und war bei der Team-Europameisterschaft im Einzel der Beste. Der Tim ist natürlich mittlerweile schon fast bekannt dafür, dass er in diesen ganz engen Situationen einfach die Nerven wahnsinnig gut behält und ganz, ganz cool zu Ende durchzieht. Und so war es dann auch. Stilecht mit einem Birdie und 2 Schlägen Vorsprung holte sich Tim Wiedemeyer auch den Titel in Valley. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war 18 Loch, extremer Kampf. Bis zur 17, glaube ich, war ich einen Schlag hinten, konnte es dann drehen und an der 18 noch den Birdie aufhören. War schon ziemlich cool. Bei der Siegerehrung durften die Veranstalter dann zufrieden Bilanz ziehen. Auch der zweite Scheffler-Tanz der Golfer hatte seinen Zweck erfüllt. Ein sehr erfolgreiches Turnier und mit Wahnsinnsergebnissen, allen voran das Mädelsergebnis oder Damenergebnis von der Helen Briem. Wenn man sie dann sieht mit ihren Pokalen und so, dann denkt man sich, es macht richtig Spaß, der Stress hat sich gelohnt, die Arbeit war nicht umsonst. Wir haben ein Motto, das heißt gemeinsam etwas bewegen, und da passt es ganz gut dazu, dass wir eben gerade die Jugend hier fördern können, die ja unsere Kunden der Zukunft sind. Das Podium bei den Damen, Helen Briem vor Charlotte Back und Philippa Gollan mit einer herausragenden Siegerin. Bei den Herren geht der Pokal an Seriensieger Tim Wiedemeyer, bei einem Turnier, das zu einer Tradition werden soll, die eigentlich schon vor über 500 Jahren begann.